Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast Revelation. Und bevor wir mit der heutigen Folge so richtig loslegen, würde ich zunächst auf einen Kommentar eingehen, der geschrieben wurde. Und zwar kommt der von Lukas und Lukas fragt, mit welchem Programm machst du eigentlich deine Aufnahmen? Ja, ist im Prinzip ganz einfach erklärt. Warte kurz. Mit Open Broadcaster Studio. Genau, Open Broadcaster ist eigentlich so ein Programm. Damit kann man aufnehmen, streamen, wenn man denn möchte, beides zur selben Zeit machen, wenn die entsprechende Leistung vorhanden ist. Man hat im Prinzip endlos viele Möglichkeiten, Dinge einzustellen, Presets, diverse Aufnahmen und. Also das Ding hat wirklich Funktionen ohne Ende. Natürlich, wenn man das Ding am Anfang das erste Mal benutzt, dann ist es vielleicht so ein Schlag ins Gesicht, sag ich mal, wenn man einfach mit diesen Informationen, ja, überschüttet wird. Aber es gibt genügend Tutorials in diversen Foren oder auch YouTube-Videos und. Da kann man sich eigentlich alle Informationen raussuchen, die man so braucht. Ja, das so als kleiner Exkurs zum Thema Open Broadcaster Studio. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, ich hatte, glaube ich, gegen Ende der letzten Folge, hatte ich gefragt von wegen, wie man denn hier am besten so, ja, Experience speichern kann. Denn wir haben jetzt 53 Level inzwischen und ich habe keinen Bock damit zu verrecken und die ganzen Level zu verlieren. Und die Kratzwurst hat geantwortet und hat geschrieben, hey du, wenn du deine XP speichern willst, gibt es von Actually Editions den Experience Solidifier. Ja, den gibt es. Warte mal. Oder wir suchen mal eben nach Solidifier. Oh, Solid, ja genau. Solidifier, da haben wir das gute Stück. Und wenn wir uns das mal hier genau angucken, sehen wir schon, das Ding braucht erstmal 6 Emeralds. Okay, das ist nicht das Problem. Aber wir müssten uns erstmal den Empowerer bauen, wir brauchen diese Display Stands und. Das ist ein riesen Rattenschwanz. Und nun ja, ich habe damals ein paar Nachforschungen angestellt und habe vielleicht eine etwas einfachere Lösung gefunden, um diese Experience erstmal zu speichern. Dazu suchen wir nach einem XP Drain und finden hier einen XP Drain Singularity Tank von Mob Grinding Utils. Und den würde ich ganz gerne mal bauen. Dazu benötigen wir erstmal den normalen Tank. Einfach nur ein bisschen Glas und ein bisschen Eisen, das sollten wir hinbekommen. Dann gehen wir mal zum ME-System. Warte. Achso, nee, halt. Erstmal hier. Zack. Genau, dann haben wir diesen Singularity-Tank. Und ich glaube, jetzt bräuchten wir noch ein paar Eye of Ender, ne? Genau, Enderperlen haben wir. Aber wir brauchen dazu noch die ein oder andere Blaze Rod. Und ich schmeiß einfach mal eine hier. Oh, der ist ja noch voll. Hier mit rein. Danach können wir die Kohle wieder reinschmeißen, weil dann können wir noch ein bisschen Stahl herstellen. Das ist auch nicht verkehrt. Genau, da kriegen wir 4 Stück von raus. Sehr schön. Dann haben wir den ganzen Krempel da mal rein. Den Tank können wir da auch mit reinschmeißen. Und nun benötigen wir noch 2 Enderperlen. Haben wir auch da. Einmal, zweimal, zack. Und dann schauen wir doch mal. Genau, es fehlen noch die Iron Bars. Das ist aber auch kein Problem. Eisen haben wir genügend da. Und dann haben wir hier unseren XP Drain Singularity Tank. Dieser Tank ist eigentlich das Simpelste, was es überhaupt gibt. Ich stelle das Ding einfach mal hier hinten in die Ecke und dann stellen wir uns da mal drauf. Und wir sehen schon, wir verlieren unsere Level und die Dinger werden da drin gespeichert. Ich glaube, das dauert ein bisschen was länger. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie hoch dieses Fassungsvermögen ist, aber da passt, glaube ich, einiges rein. Wir sehen uns mal nach einem kurzen Cut wieder. Mal gucken, wie lange das hier dauert. Also, wie soll ich sagen? Das hat jetzt doch ganz schön lange gedauert. Also ich stand hier ungefähr 3-4 Minütchen rum jetzt. Unsere Level sind gleich weg und ich musste das ganze Ding noch ein wenig erweitern. Einen Augenblick, gleich haben wir es. Lol, der Anzeigefehler. Geil. Ja, es ist hier noch ein Tank und im Prinzip ist unter diesem Tank befindet sich eine Fluid Duct-Geschichte von Thermal Dynamics inklusive Servo. Und darunter befindet sich noch ein Tank. Also wir haben insgesamt jetzt 3 Tanks, 2,5 sind voll und ja. Fakt ist, wir haben auf jeden Fall unsere Experience gespeichert. Dann nochmal zum Thema dieses Mob-Grind-Gedöns. Wenn man diese Experience jetzt wieder raushaben möchte, kann man sich so einen Duschhahn da dran bauen oder so einen Wasserhahn, wie auch immer. Und dann kann man von so einem Tank wieder diese XP-Orbs bauen. Ja, und dann können wir wunderbar diese Geschichten dann wiederverwerten. Wir könnten das ja eigentlich mal ausprobieren. So schwer ist es nicht. Wir brauchen einmal Obsidian. Haben wir noch Obsidian da? Ich glaube, wir hatten nichts über, ne? Warten wir eben nachschauen. Nee, hatten wir nicht. Einen Moment. So, da ist unser Obsidian. Ja, zum Glück können wir noch dieses Smelter wieder stehen. Das ist einfach eine super Sache. Und dann schmeißen wir das eben da rein. Bauen uns unseren Tab. Weißt du, so, ne? Genau, XP-Tab. Richtig. Nehmen wir mit. Den Stein können wir da reinschmeißen. Und nur mal eben zum Testen, wie das Ding hier funktioniert. Hauen wir den jetzt mal eben da dran. Ah, cool. Das Geräusch. Ist das geil. Warte mal, nochmal.
Ist das geil. Gut, ich schmeiß die 18 Level nochmal eben damit rein. Und dann werden wir Richtung Schwerpunkt der heutigen Folge gehen. Bis gleich. So, ihr könnt schon sehen, ich habe gerade das Immersive Engineering Handbuch in der Hand. Und genau darum wird sich die heutige Folge drehen. Ich hatte es ja beim letzten Mal schon einigermaßen angesprochen. Wir möchten so langsam Richtung, ja, Biodieselgenerator gehen. Dazu benötigen wir vorher noch so die ein oder andere Maschine. Und wir werden damit beginnen, diesen Squeezer zu bauen. Und dieser Squeezer wird uns den ersten Part unseres Biodiesel herstellen. Und ich denke mal, damit werden wir heute mal beginnen. Ich habe hier die Stahlproduktion nochmal ein bisschen angekurbelt, denn wir benötigen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dafür. Steel an sich haben wir, warte mal, nicht so viel, ne? 13. Damit werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen. Aber wir werden das Beste daraus machen. Außerdem brauchen wir noch einige andere Ressourcen. Also es könnte durchaus sein, dass wir hier und da den ein oder anderen Farming-Zeitraffer noch machen. Aber das sind so Geschichten, das werden wir später sehen. So, jetzt gucken wir da nochmal rein. Wir benötigen dafür, hier ist das Fragezeichen, genau, 6-mal Steel Scaffolding, 2-mal Fluid Pipe, einmal Redstone Engineering Block, 2-mal Light Engineering Block, 4 Wooden Barrels, ein Piston und 3-mal Steel Fence. Ich habe mir das hier rechts auf meinem anderen Monitor mal auf dem Editor draufgeschrieben, damit ich nicht jedes Mal nachgucken muss. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen einfach mal mit dem ganzen Crafting-Gedöns. Und zwar, ich denke mal, es wird beim Steel Scaffolding schon aufhören, da wir einfach zu viele davon brauchen. 6 Stück, sagte Steel, und wir brauchen hier diese Steel Rod. Genau. Steel Rod, das ist das Gedöns eigentlich. Zack, zack, da machen wir mal 8 Stück von. Und dann können wir hier, oh, da kommen auch ein paar mehr raus. Gut, dann haben wir schon mal unsere 6 Steel Scaffolding. Die werden wir später für andere Maschinen auch noch brauchen. Dann benötigen wir 2-mal diese Fluid Pipe. Da wollen wir nachgucken. Übrigens diese anderen, oder ja, Crafting-Prozesse für die anderen Gerätschaften werden wir etwas abkürzen. Ich mache das jetzt nur mal das erste Mal. Und dann schauen wir weiter. So, dazu für diese Fluid Pipes benötigen wir Iron Platings. Warte mal, da gehen wir nochmal auf die zurück, genau. Haben wir diesen warte. Der ist hier drin, genau. Dann nehmen wir den Engineer's Hammer und da könnten wir uns gleich nochmal einen neuen bauen, glaube ich. Zack. Ja, sollten wir tun, definitiv. Da ist das gute Stück. Kriegen wir das hin? Yep, das kriegen wir hin. Sehr schön. Na komm, ich brauche halt die richtigen Platten. Das ist die Sache. So. Ich mache noch ein paar mehr. Machen wir so 24 Stück nochmal und dann sollte das hinhauen. So. Dann, wir brauchen eigentlich nur 2 Stück, aber ich nehme jetzt mal so einen 8er mit. Wir haben sowieso keine andere Wahl. Warte mal, das Scaffolding müsste ich da vielleicht mal rausholen. Oh, war ein kurzer Lag. Da ist es. Und dann haben wir nämlich hier den Überblick. So, danach brauchen wir einen Redstone Engineering Block. Da wollen wir doch mal gucken. Redstone Eng. Genau, da haben wir das gute Stück. Und da kriegen wir 2 Stück von raus. Ist auch okay. Wir brauchen für die anderen Maschinen sowieso noch welche davon. Daher passt das. Dann benötigen wir, habe ich das richtig aufgeschrieben, Light Engineering Block, genau den Kollegen benötigen wir 2-mal an der Zahl. Und dafür benötigen wir Iron Mechanical Component. Okay, haben wir. Und dann haben wir hier schon unsere Light Engineering Blöcke. Wir sehen schon, es ist ressourcentechnisch wirklich aufwendig und ich denke mal, wir werden nachher noch ein bisschen was farmen gehen müssen. Aber das gucken wir dann. So. Als nächstes auf dem Plan steht Wooden Barrel. Ich war übrigens ein bisschen Holzfarm mit der Tinkers Axt und habe festgestellt, dass diese Lumber Axe nicht mehr unbedingt so geil ist, wie sie das früher war. Wir werden uns irgendwann eine Baumfarm bauen, aber heute soll es hierum gehen. So, genau, hier sehen wir schon, ich habe 300 Wood organisiert. Kann man, glaube ich, machen. Da fällt mir ein, kann man das auch machen? Ne, schade, hätte klappen können. Na gut, dann bauen wir es erstmal um, passt schon. Und wir brauchen dafür dieses andere, dieses Dingenswood, ne? Wie heißt es nochmal? Warte. Genau, Treated Wood, richtig. Das benötigen wir dafür. Und dazu schmeißen wir den Kram rein. Diese komischen Platten, wie macht man die am besten? Auch aus dem ganz normalen Treated Wood, okay. Sehr schön. Warte mal, wie viel haben wir denn davon da? Wir brauchen ja gar nicht so viel. 3, 2, 4, okay, reicht nicht. Dann benötigen wir unseren Eimer. Das ist ja nämlich an sich kein Problem. Wir haben ja nämlich hier unser Fass stehen. Oh, kurzer Lag. Und dann werde ich nochmal eben ganz schnell hier ein bisschen Treated Wood herstellen und dann bin ich wahrscheinlich irgendwann der Meinung, dass es genug ist. In dem Sinne, bis gleich. So, wollen wir das mal riskieren, oder? Genau, wir brauchten auf jeden Fall nochmal eine so eine Geschichte hier. Und dann können wir uns 6 Barrels herstellen. Genau diese 6 brauchen wir auch. Nein, wir brauchen nur 4, aber wir brauchen später noch mehr. Das passt schon. Ist okay, läuft. Dann benötigen wir einen standardmäßigen Minecraft-Piston.
pisst, genau. Da sollten wir alles da haben, ne? Jo, Pisten, check. Nächster Punkt, Steel Fence, also den guten alten Stahlzaun. Oh, warte mal, das machen wir lieber so. Steel Fence, genau, dann haben wir das gute Stück. Und dazu benötigen wir nochmal die Kollegen. Wir brauchen sogar 3 Stück, das passt ideal. Wo wir gerade diesen Stahlmangel da schon gesehen haben. Wie schaut es hier aus? 16, sehr gut. Das ist schon mal eine ganz gute Menge, mit der wir in Zukunft arbeiten können. Okay. Der Kollege ist durchgelaufen. Ich würde vorschlagen, aufgrund der Tatsache, dass wir noch mehr von dem ganzen Kram benötigen, sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Stahl in Auftrag geben. Ich mache mal erstmal einen 32er. Und dann warten wir mal schnell, bis der da durch ist. Und genau, dann können wir das wieder entsorgen. Okay. Das bedeutet, wir haben jetzt alle unsere Materialien fertig, um diesen Squeezer zu bauen. Jetzt gucken wir mal, wo wir das gute Ding hinstellen. Ich gehe mal kurz schlafen. Das war so klar. Ich habe gerade meinen Schlafsack nicht dabei. Der sollte, glaube ich, noch hier drin sein. Korrekt, da ist er. Aber jetzt nehmen wir das Bett so lange. Ja, also wie gesagt, erster Punkt, der Squeezer. Dann brauchen wir noch diesen komischen Fermenter, die Raffinerie. Und dann nachher den Generator. Also wir haben noch ein bisschen was vor. Und da ist dann halt die Frage, ob unsere Ressourcen dann nachher überhaupt reichen. Hallo, Mr. Skelett. Aua. Oh, oh. Das war ein interessanter Lag. Mit äußerst schlechtem Timing, ehrlich gesagt. So, oh, wir haben schon wieder ein Level, das ist der Wahnsinn. Aber ich finde das Geräusch von diesem XP-Tab ziemlich geil, ehrlich gesagt. Also, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Oder eine coole Idee. So, jetzt machen wir uns mal Gedanken, wo wir den ganzen Krempel hinstellen. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen terraformen, Leute. Weil, ich hätte mir überlegt, dass wir jetzt erstmal diese Spinne hier aus dem Weg räumen, weil die nervt dann sowieso wieder rum und tschüss. Und eigentlich wäre ja hier in diesem Bereich hier vorne, naja, so viel müssen wir gar nicht machen, wäre ja ideal Platz für Squeezer, Fermenter und Co. Wobei, nee, hier würde ich vielleicht noch ein neues Feld nachher bauen. Ah, dann sollten wir das hier hinbauen. Wisst ihr was? Wir fangen jetzt hier einfach mal an. So, dazu müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen, denn wir benötigen diese ganzen Materialien jetzt auf jeden Fall mal hier unten in der Leiste. Das Buch brauchen wir noch. Schwert lassen wir mal drinne. Einfach zur Sicherheit. Ja, ich denke mal, das passt. Okay, gut. Wir brauchen unser schlaues Büchchen. Machen hier noch ein bisschen Platz. Genau, jetzt haben wir hier. Warte, stopp. Kann ich nicht eine Ebene komplett anzeigen? Genau, so wollten wir das haben. Wir brauchen die Scaffoldings einfach mal so in diesem Radius. Und wir beginnen am besten mal mit einem Light Engineering Block an dieser Stelle. Bauen hier 2 hin, bauen da 2 hin. Und dann geht das da eigentlich nur einmal nur so rum, ne? Wie war das? Genau, einfach einmal rum. Sodass wir in der Mitte einen frei haben. Okay, dann haben wir die Geschichten schon mal soweit erledigt. Schade, dass er nicht immer so stehen bleibt auf dem einen, ne? Genau, hier benötigen wir jetzt, das sind diese beiden Kollegen, oder? Ja, ich vermute schon. Das ist wahrscheinlich so ein Anzeigefehler im Buch. Kann man sich die Blöcke hier anzeigen lassen? Nee. Naja, ist egal. Nächster Schritt. Redstone und der Light-Dingens. Oh, jetzt habe ich den anderen schon wieder vergessen. Aber der sollte eigentlich dahin, richtig? Nein, verdammt. 50-50 Chance, Leute. Naja, eigentlich ein bisschen anders, aber ist okay. Nee, dieser Redstone-Block, der muss hier vorne dran, genau. Korrekt. Und hier kommen jetzt eigentlich diese 4 Fässer hin. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal. Oh, Lags wieder am Start, ne? Aber das ist okay. Und da oben drauf kommt jetzt quasi umgedrehten Pisten dran. Nachdem wir hier Zaun, Zaun, Zaun hingestellt haben. Wie soll ich das denn machen? Oder dreht er sich nachher von alleine um? Ui, oder wir müssen das nachher mit dem Hammer machen. Aber das sehen wir dann. Wir brauchen sowieso einen Hammer. Fällt mir gerade ein. Ja, okay, warte mal. Wir holen mal eben schnell den Hammer. Denn wir müssen ja diesen Multiblock noch aktivieren, wenn man das so nennen möchte. Und bei Immersive Engineering brauchen wir dann natürlich immer halt diesen Hammer. Ups. Hallo? Das war ja jetzt interessant. Aber ich glaube, es lag an dem Lag. Gut, ist nicht so weiter schlimm, das sollte hinkommen. Und dann gucken wir uns mal an, wie wir das ganze Ding hier in Gang bekommen. Genau, so müsste der sein. Ah, es hat irgendwas getan, aber es hat eigentlich nur gelaggt. Es kann natürlich auch sein, dass ich noch irgendwas vergessen habe, aber da bin ich mir nicht so sicher. Nee, eigentlich nicht. Also ich habe alles drauf, was drauf soll. Ah, jetzt. Okay,
Keine Ahnung, warum es eben nicht geklappt hat, aber jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Industrial Squeezer am Start. So, um nochmal zu oder Revue passieren zu lassen, was wir mit dem Kollegen überhaupt machen. Ich glaube, das war der Plant Oil Kollege, ne? Genau, Industrial Squeezer, der macht uns aus unseren Seeds, nämlich dieses Plant Oil, und zwar 80 Millibuckets. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, wir machen das aus Seeds und aus Potatoes. Man merke sich, für Ethanol brauchen wir ja den Fermenter, den bauen wir gleich auch noch. Und der macht aus einer Kartoffel nämlich 80 Ethanol. Also haben wir beide Teile 80-80. So, aus diesen beiden Ethanol und Plant Oil machen wir Biodiesel. Und der sagt sich, hey, wir machen aus 8, also auch zu gleichen Teilen, machen wir 16. Also in dem Fall dann 160. Und somit haben wir das ungefähr ausgeglichen. Und wenn wir jetzt mal zur Farm gehen und da mal eben reingucken, werden wir feststellen, dass so Potatoes und Seeds, ich würde jetzt nicht drauf springen, verdammt, ungefähr die gleiche Menge haben. Ja, nee, noch nicht. Später. Ach nee, ich habe das mit dem Wheat verwechselt, ne? Naja, ist egal. Fakt ist auf jeden Fall, wir nehmen uns nochmal eben ein bisschen was mit. Genau. Und testen das ganze Ding schon mal. Wir müssen natürlich noch eben Strom anschließen. Zum Thema Farm und Co., da werden wir nachher noch mit ein paar Tricks arbeiten. Oh, lag. Dass die Farm vielleicht ein bisschen schneller arbeiten. So, das schmeißen wir da rein. Nee, das nicht. Und das schmeißen wir dazu. So, nun benötigen wir im Prinzip noch Strom. Und ich glaube, bald kommt der große Moment, bei dem wir gucken müssen, dass wir hier so langsam Richtung High Voltage gehen, weil wir mit dem Low Voltage Gedöns nicht mehr so weit kommen. Ja, da werden wir hier vorne dann mit dem Trafo arbeiten und. Aber das machen wir später. So, jetzt geht's wieder. Interessant. Dann schmeißen wir den ganzen Müll mal eben hier rein. So. Genau. Wir brauchen einen Connector. Haben wir sogar noch da. Wir brauchen eine... Ups, das war schon fast richtig. Eine Coil. Haben wir auch da. Wir machen das erstmal mit über LV. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es nicht unbedingt reicht. Dann brauchen wir noch Relays. Haben wir noch da. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele ich brauche. Daher nehme ich ein paar mehr mit. Und dann gehen wir nochmal hoch. Leck. Alter, was ist denn los heute wieder? So. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. So. Ich habe, glaube ich, gerade falsch überlegt. Hier ist ein Redstone-Eingang. Hier ist der Stromeingangsgedöns. Ups. Weil bei dem Relay können wir ja beliebig, also nicht ganz beliebig, aber wir können ja ohne Ende Kabel anschließen. Ha. Habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Passt schon. So. Und jetzt sehen wir, die Energie der Kiste wird nicht akkurat aufgeladen. Wir bekommen unser erstes Plant Oil schon mal raus. Und diese Geschichte darum werden wir uns heute, glaube ich, noch nicht kümmern. Das liegt einfach daran, dass wir halt hier nicht so viel Material und nicht so viel Strom durchleiten können. Und dementsprechend, ja, stockt das Ding ein bisschen. Aber das ist in Ordnung. Okay, dann machen wir die Leiste hier mal wieder ein bisschen sauber. Denn es geht weiter mit dem Industrial Fermenter. Und da gucken wir uns nochmal an, was wir dafür brauchen. Bis gleich. Beziehungsweise nicht bis gleich. Ich hatte ja gesagt, ich werde die ganzen Ressourcen soweit vorbereiten und dann werden wir uns gleich mal angucken, wie wir die Kiste aufbauen. Weil ich denke mal, ständig dieses Gecrafte ist ja sowieso immer dasselbe. Gut, in dem Sinne, bis gleich. So, ich habe den Kram mal hergestellt. Es waren wieder 6x Steel Scaffolding, 2x Fluid Pipe, einmal Redstone Engineering Block, 2x Light Engineering Block, 4x Cauldron und 4x Iron Sheet Metal. Dieses Sheet Metal wird einfach aus Eisenplatten hergestellt, 4 Stück an der Zahl und dann ist das auch gut. So, dann zum Thema Fermenter. Das ist ja der Kollege, der nachher die Kartoffeln verarbeitet und den werden wir am besten, schon wieder leck, das gibt's doch nicht, einigermaßen direkt neben den Squeezer stellen, je nachdem, wo wir noch ein bisschen Platz haben. Aber ich denke mal, die Büsche hier, die müssten dann mal so langsam weichen, obwohl, können doch klappen, ne? Ach, ich nehme sie mit. Ist egal, nehmen wir mit. Wir haben ja noch Platz im E-System, da können wir alles wunderbar zumüllen. So, ich denke, das reicht. Oh, das war vielleicht nicht so schlau, egal. So, der Anfang. Okay. Irgendwas ist gerade merkwürdig. Ah. Das hängt, glaube ich, von der Eingabe her hinterher. Naja, ist in Ordnung. So, das Ding kommt dahin und dann kommt hier was hin. Dann kommt hier einmal was außen. Upsi, außenrum wollte ich sagen. Ja, dann dürfen wir da auf jeden Fall schon mal korrigieren. Da ist unsere Spitzhacke, die habe ich gerade gesucht. So, dann haben wir das. Nächste Ebene ist, also der Aufbau ist ungefähr ähnlich wie bei dem Squeezer auch. Die Raffinerie wird dann nachher wieder ein bisschen anders, könnte man sagen. So, die 4 Cauldrons, die kommen dann hier. Oh.
Also die drei kommen dahin. Hier unten kommen nochmal diese anderen Geschichten längs. Hä? Hat er mir nicht gesagt, dass ich alles fertig habe dafür? Einen Augenblick. Ach nee, die Rohre sind da. Okay. Wir sollten mal schnell schlafen gehen. Weil kein Bock auf irgendwelche Viecher und so. Und dann machen wir den Rest nämlich gleich eben fertig. So, der letzte Cauldron kommt dann natürlich hier mit drauf. Richtig. Und hier oben drauf kommt dann das Iron Sheet Metal. Und ich glaube, dann haben wir alles soweit fertig. Korrekt. Der Hammer. Wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. Kriegen wir es diesmal vielleicht besser hin? Oh, interessant. Ah, also ich habe das Gefühl, man muss immer von dieser Seite hier gucken, weil das war eben bei dem Squeezer nämlich genauso. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So, jetzt habe ich dummerweise nur einen Connector. Ich habe schon wieder Lag. Alter, das gibt's doch nicht. Habe schon wieder keinen Connector dabei. Ich werde mal eben schnell dann organisieren, dann werden wir die Kiste auch noch anschließen. Allerdings vorher organisiere ich mal eben schnell ein paar Kartoffeln. Die können wir da schon mal reinschmeißen. Ui, von mir aus auch 2 Stacks, ist in Ordnung. Dann kann der Kollege nämlich auch schon mal ein bisschen was produzieren und schon wieder ein Lag. Das gibt's nicht, ey. Ich weiß nicht, was mit dem Modpack los ist, keine Ahnung. Das fing mal bei irgendeinem Update an, aber naja, mal gucken. Gut, aber Fakt ist, wir brauchen noch einen Connector. So, dann stellen wir das Ding da drauf und ich hoffe mal, dass wir noch in der Reichweite sind. Ansonsten werden wir hier das ganze Ding noch ein bisschen verlängern, aber das werden wir gleich mal sehen. Mal gucken und es ist obstructed. Okay, warte mal, wir haben ja noch ein Alpha Wire Relay da. Können wir das hier oben drauf stellen? Das wäre irgendwie cool. Nee, können wir nicht. Alter. So, hier vielleicht. Hier können wir es oben drauf stellen. Okay. Und dann werden wir das hier einfach mal weiter relayen. Zack. Und von hier aus sollte das fast gehen, oder? Nee, ist auch obstructed. Egal, dann setzen wir hier noch so ein Ding hin. Ist ja Wayne. Wir haben ja genug davon, ne? Egal, also diese Verkabelung, die machen wir sowieso nochmal neu. Spätestens an dem Zeitpunkt, wenn wir die HV-Geschichte hier längs legen. Und jetzt sehen wir, das Ding heizt die Kartoffeln durch und macht uns daraus unser Ethanol. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was geschafft. Und was ich heute eventuell noch machen möchte, wäre die Raffinerie und der Generator. Also das sieht, glaube ich, ganz nach so einer Doppelfolge aus diese Woche, würde ich mal behaupten. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn wir weitermachen mit Generator und Raffinerie. Weil ich glaube, das trifft sich gerade ganz gut an der Stelle. Gut, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss!